Hier sieht man die Sonne hinterm Nebel versteckt. Hier das vereiste Feld. Hier die Häuser. Und hier den Weg ins Dorf. Und drüber die Sonne. Wir haben Mittag, gleich 12 Uhr. Und vorhin war noch Sonne und jetzt hat sich der Nebel über alles drüber gezogen und jetzt ist alles vernebelt. Und ich hatte überlegt, gehe ich noch mal raus heute? Ach, bei dem schönen Wetter gehe ich raus. Und dann wurde es neblig und ich habe gesagt, okay, jetzt machst du es trotzdem. Und so eine schöne Atmosphäre wie im Nebel, im Feld, wenn alles vereist ist und die Sonne noch leicht durch den Nebel schaut, sowas hat man selten und ich bin froh, dass ich es getan habe. Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich so diese Motivation, etwas zu tun. Die Motivation kommt meistens, wenn man es tut und nicht davor. Das heißt, zu denken, ich muss jetzt motiviert sein, um irgendwas anzupacken. Und man weiß ja aus der Lebenserfahrung heraus, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und man hört vielleicht auch von anderen, was einem gut tun könnte. Und das einfach mal auszuprobieren, dann ist ein weiterer Schritt dahin. Und wenn man dann es macht, das ist auch beim Sport oder beim Spazierengehen so, einfach es machen und dann schauen, was passiert. Neugierig bleiben und sich nicht vorher im Kopf schon irgendwelche Gedanken zusammenspinnen, wie es denn werden könnte. Auch wenn ich jetzt da laufe, dann wird mir kalt und ach, welche Route nehme ich und so weiter. Also die ganzen Gedanken im Kopf mal weglassen und einfach mal loslaufen. Und ihr seht, also es ist Wahnsinn. Man kommt zu sich selbst zurück, man wird gegenwärtiger, man ordnet seine wirren Gedanken, die man daheim vor dem Computer eigentlich meistens hat, weil man keine Erdung mit der Realität mehr hat daheim. Und sobald man rausgeht, erdet man sich wieder mit der Welt und der Natur und mit sich selbst. Bis zum nächsten Video. Ciao.